So, so, so. Guybrush Threepwood. Du tauchst ja an den seltsamsten Plätzen auf. Hi, Elaine. Könntest du mir wohl ein wenig helfen? Wie bist du denn in diesen Schlamassel geraten? Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Macht nichts, ich hab Zeit. Also, es begann alles auf Scab Island. Einige meiner Fans wollten unbedingt nochmal die Geschichte von meinem Sieg über LeChuck hören. Oh yeah. Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. In dem Sinne, ahoi Internet, hier ist Buckteeth Benhock und wir spielen jetzt zusammen Monkey Island. Hey! Ihr habt ja nichts verloren. Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. Ihr glaubt nicht, was mir gerade für eine Gänsehaut wirklich über den Rücken läuft. Das ist so... Oh, es werden gerade so viele Erinnerungen wach. Ich bin wirklich fast den Tränen nahe. Das war, wie gesagt, das zweite Computerspiel, was ich in meinem ganzen Leben gespielt habe. Ich weiß es nicht, wie alt ich da gewesen sein muss. 8, 9 oder sowas? Wahrscheinlich, vielleicht nicht mal. Und ich habe es wirklich... Es ist noch länger her als... Also ich habe das noch vor dem ersten Teil gespielt. Das ist noch viel, viel länger her. Aber ich habe das wirklich bis zum Erbrechen gespielt. Ich weiß nicht, wie oft ich das durchgezockt habe. Deswegen gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass ich durch dieses Spiel noch viel schneller durchkomme als durch das erste. Weil mir jetzt noch die meisten Rätsel irgendwie im Gedächtnis sind. Tut mir leid, dass ich übrigens über das wunderschöne Intro so ein bisschen drüber labern muss. Aber, diese Affen kommen übrigens nie im Spiel vor. Die sind einfach mal da, gerade so im Intro. Ich weiß nicht, welche Rolle die sonst haben. Ich muss da leider so ein bisschen drüber labern, weil ich habe zwar, wie gesagt, von Disney die Rechte gekriegt, dieses Spiel zu spielen und zu veröffentlichen. Aber sie meinten, mit der Musik könnte es eventuell ein paar Probleme geben, wenn die einfach nur so für sich dastehen würde. Deswegen erlaube ich mir mal, dieses Risiko zu minimieren, indem ich da einfach so drüber rede. Das Intro gibt's aber auf jeden Fall sicher auch irgendwo auf YouTube. Wenn euch das so interessiert, schaut's euch da an. Und es geht los. Tief in der Karibik. Scab Island. Also stürme ich in die Kirche und rufe, jetzt bist du dran, du klitschiger Klumpen-Kerpfenköder. Und LeChuck weint, Guybrush, hab Gnade, ich kann nicht mehr, du hast gewonnen. Ich ahne so langsam, wie er sich gefühlt hat. Ja, wenn ich die Geschichte noch einmal hören muss, fange ich auch an zu weinen. Hast du keine neuen Geschichten auf Lager? Nun, gerade deswegen bin ich ja hier auf Scab Island. Ich bin dran an einem völlig neuen Abenteuer. Du lässt dir ein Schnurrbart wachsen? Nein, noch viel, viel größer. Ein Vollbart? Nein, ich suche einen Schatz. Den größten Schatz aller Zeiten. Einen Schatz so wertvoll, so gut versteckt, dass er die Träume jedes gestandenen Piraten heimsucht. Du meinst... Big Whoop? Keinen anderen. Warum bist du denn hier? Es gibt keinen Schatz auf Scab Island! Ja, das hätte ich früher wissen müssen. Jetzt versuche ich ein Schiff zu chartern und hier wieder wegzukommen. Wenn ich wiederkomme, bin ich noch viel reicher und kann ein neues Abenteuer erzählen. Oder du gehst aber drauf! In beiden Fällen müssen wir nichts mehr von LeChuck hören. Die Jungs würden eine gute Geschichte nicht erkennen, auch wenn sie 120 Mark dafür gezahlt hätten. Wenn ich Big Whoop finde, werde ich eine Legende für alle kommenden Generationen sein. Wenn ich nur ein Schiff chartern könnte und von dieser stinkenden Insel wegkäme. Teil 1, das Largo Embargo. Und damit sind wir im Spiel.
Jawohl, wir haben direkt unser Objektiv gekriegt. Langfristig wollen wir den Schatz Big Whoop finden. Kurzfristig müssen wir erstmal von dieser Insel runterkommen, weil wir schon wissen, hier auf der Insel ist er nicht. Wir haben hier unser Ausrüstungsfenster. Wir sehen schon, seit dem ersten hat sich ein bisschen was getan. Ja, wir haben zwar immer noch diese gleichen Befehle hier links, die sind ein bisschen einreduziert. Wir haben nur noch 9. Letztes Mal waren es, glaube ich, wie viel war es da? 12 oder sowas? Teilweise welche, die wir überhaupt nicht gebrauchen konnten. Mach an und mach aus und so ein Kram. Aber dieses Mal haben wir 9 wunderschön einreduzierte Kommandos, die wir Guybrush so geben können. Und mehr brauchen wir auch nicht. Außerdem, das Ausrüstungsfenster ist natürlich viel schöner geworden. Wir haben hier wunderschöne Pixel-Icons. Wir haben nicht nur stehen, was wir da so an genauen Sachen besitzen, sondern wir können es uns auch jeweils anschauen. Also nicht nur mit dem Befehl anschauen, sondern ich meine auch mit unseren eigenen Augen, die wir als menschliche Wesen besitzen. Ich mache es trotzdem auch nochmal mit dem Befehl. Was haben wir denn hier so? Das mag ja eine Menge Geld sein, aber es ist nur ein Fliegendreck gegenüber dem Wert von Big Whoop. Ich glaube, zurzeit bin ich finanziell gut ausgestattet. Das sollte meine ganze Reise finanzieren. Das sollte reichen, ein Schiff zu chartern. Schau es dir an, ich bin reich, sagt er eigentlich mehrfach was anderes, wenn ich... Ich habe genug, um mein eigenes Schiff zu kaufen, in 5 verschiedenen Währungen. Er sagt jedes Mal was anderes und das sind auch alles nur verschiedene Reichtümer. Wir haben Goldstücke, wir haben Geldscheine, wir haben Kronjuwelen, wir haben Perlen, wir haben Aktien, keine Ahnung. Naja, ich kann mir nicht vorstellen, was uns dabei schief gehen könnte, wenn wir so reich sind, nicht wahr? Wo denkst du, gehst du hin, Bürschchen? Du bist nicht aus der Gegend, oder? Das hier ist eine Privatbrücke. Du musst Gebühren zahlen. Und da haben wir unseren ersten Antagonisten übrigens. Largo La Grande. Oder La Grande. Oder ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Wer will das, Shorty? Ich zahle nicht. Ich bin ein Pirat. Ich zahle natürlich nicht. Ich bin ein Pirat. Biatsch. Harter Bursche, wie? Das Gesicht. Helfer! Polizei! Schrei so laut du willst. Es gibt keine Polizei auf Scap Island. Wer belässt sich dann die Durchreisigen? Durchreisigen. Reisige wäre auch mal schön, aber... Lass mich runter und ich tue dir nicht weh. Der war gut, vielleicht lasse ich dich leben. Hey, du bist, korrigiere, warst ja stinkreich. Das ist mein Glückstag. Denk dran, wo du auch hingehst, auf See oder an Land, du kannst nicht entkommen. Mir Largo La Grande. Im Englischen reimt sich das, glaube ich. Ungemütliche Gegend. Hätte doch Traveler's Checks mitnehmen sollen. Ah ja, und da hat er uns alles geklaut, was wir hatten. So, am Ege. Ich muss gleich übrigens so ein bisschen, glaube ich, mal an der Hintergrundlautstärke rumfriemeln. Die ist. Ich habe die ziemlich laut auf den Ohren. Moment. Aber ich kann ja hier. Moment eben. So ist für mich besser. Ich bin doch ziemlich neu mit diesem Audio-Interface. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt nur für mich leiser gedreht habe oder auch für euch. Wenn ich es auch für euch Leute leiser gedreht habe, werde ich es hinterher so ein bisschen korrigieren. So, und hier haben wir nämlich die Stadt auf Scap Island. Ich glaube, sie hieß Woodtick. Also quasi Holzwurm heißt das, glaube ich. Ne? Die fand ich damals schon so cool, dass sie so aus verschiedenen gestrandeten Schiffen quasi zusammengesetzt ist. Ich habe versucht, wir hatten so Lego-Piratenschiffe, ich habe damals versucht, die nachzubauen. Das hat natürlich voll nicht funktioniert, aber ich hatte so viel Spaß daran. Ich würde sagen, wir fangen nochmal ganz rechts an und schauen uns die Stadt so Stück für Stück an. Ja, hier scheinen jetzt viele Schiffe zu sein. Wir wollen uns als chartern. Spoiler, hier finden wir keins. Aber trotzdem schauen wir uns natürlich alles an. Gehe zu Schild. Schau an Schild. Was haben wir hier denn? Willkommen in Woodtick. Ha, hat er recht. Schatzsuche verboten. Verboten. Okay, nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich eine Schaufel. Ja.
wenn ich mich recht erinnere, und ich bin ziemlich sicher, dass ich mich recht erinnere, wir können einfach, das klappt so nicht, benutzen können wir es nicht, öffne Schild, ich glaube, wir können einfach die Schaufel davon, das geht nicht auf, nehm Schild, aha, hoppla, das habe ich wohl kaputt gemacht. Ja, wir konnten nämlich einfach die Schaufel von dem Schild mopsen. Wir Schlingel. So, dann haben wir hier jetzt verschiedene Eingänge. Wir haben... Hier ging es, glaube ich, zum Zimmermann. Hier in die Luke gibt... Hinter der Luke war, glaube ich, die Bar. Hier war, glaube ich... Wir arbeiten uns einfach von rechts nach links durch, würde ich sagen. Reden mit allen Leuten, gucken uns alles erstmal an. Ja, da ist nämlich der Zimmermann. Da ist ein Hammer. Kann ich den einfach klauen? Ich glaube, den brauchen wir, aber... Nimm deine Hände da weg. Das ist kein Spielzeug. Oh, ich habe ihm gar keine eigene Stimme gegeben. Oh nein, das tust du nicht. Das ist kein Spielzeug. Yeah. Was ist das Problem mit diesem Lago? Jetzt schürzt du sind sie Koch. Was ich immer schon mal wissen wollte, wie viele Bäume fällt ein Biber so im Jahr? Da ein Biber kein Holz fällen kann, sondern lediglich die Stämme annagt, erübrigt sich die Frage. Aber mal angenommen, er könnte fällen und würde fällen, wie viele Bäume gingen dann so auf sein Konto? Selbst wenn der Biber mit einer Axt umgehen könnte, würde er doch nicht fällen, weil das wieder seine Natur wäre. Aber wenn es sich um einen Biber mit schlechten Zähnen handelt, der nicht nagen kann, nur fällen. Ja gut, vergessen wir das. Im Englischen sagt er, glaube ich, how much wood would a woodchuck chuck ever woodchuck could chuck wood. Dann geht das noch so weiter. Ist noch ein bisschen cooler da. Ja, ich will jetzt wissen, was mit dem Lago los ist. Was ist das Problem mit diesem Lago? Er geht mir echt gegen den Strich. Ich würde gerne ein Kaffeetischchen aus ihm machen. Aber mir fehlt der Mut. Trotz all meiner Werkzeuge kann ich nicht das eine erschaffen, das dieser Insel weiterhelfen würde. Ein 24-Stunden-Tätowiershop? Nein, eine Voodoo-Puppe von Lago La Grande. Oh. Nette Schürze, sind Sie Koch? Nein, ich bin Zimmermann. Was mir ebenfalls eine gute Ausrede gibt, seltsame Sachen zu tragen. Ich schaue mich mal ein wenig um. Aber sicher. Eine Voodoo-Puppe von Lago La Grande, also. Ich weiß immer noch nicht, ich spreche ihn jetzt einfach Lago La Grande aus. Ich glaube, eigentlich wäre es dann Lago La Grande. Eine Voodoo-Puppe brauchen wir also, genau. Der Lago La Grande hat nämlich dieses für das erste Kapitel titelgebende Largo-Embargo verhängt und lässt niemanden von der Insel runter. Gehen wir jetzt erst in die Luke oder... Ja, wir gehen erst die Luke runter. Das heißt, wir brauchen eine Voodoo-Puppe, mit der wir ihn verstören können. Ist das nicht schön hier? Entschuldigung. Ja, Junge. Wollen Sie mal meine Narbe sehen? Random. Hängt davon ab. Ist die Geschichte gut? Rein zufälligerweise sogar sehr gut. Es ist die Geschichte vom Geisterpiraten LeChuck und seinem grausamen Tod. Die kenne ich. Das ist die, wo er zu viel Malzbier trinkt und so kräftig rülpst, dass er platzt. Nicht ganz so. Ehrlich, ich mag keine Geschichten, die Leute vom Trinken abhalten sollen. Ich habe schließlich ein Geschäft zu führen. Ja, was macht das Geschäft denn? Es ist so schrecklich. Niemand kommt mehr hierher. Lago hat sogar alle Stammgäste verscheucht. Weißt du, ich kann jeden Drink der Welt mixen. Sogar neue Drinks erfinden. Aber die eine Sache, die diese Insel braucht, kann ich leider nicht machen. Und was wäre? Ich weiß das schon, was das ist. Eine Voodoo-Puppe von Lago La Grande. Du da! Oha. Gib mir das Übliche. Und nimm ein sauberes Glas. Okay.
her mit der Kohle, sonst wirst du die ganze Woche nur noch Bloody Marys. Den Witz habe ich als Kind nicht verstanden. Aus deiner Nase. Das ist alles, was ich habe. Dann hast du morgen hoffentlich etwas mehr. Und ich muss diese Kneipe an einen anderen Ort schaffen. Zum Beispiel den Meeresboden. Mann, Sie haben gerade all Ihr Geld gegeben? Ich möchte lieber nicht darüber reden. Ja, Sauerei, wa? Entschuldigung. Ja, Junge. Ein Grog, bitte. Geschüttelt, nicht gerührt. Soll es nicht doch besser ein Malzbier sein? Ich bin alt genug. Sehen Sie sich doch mal meinen Bart an. Ha, das ist der älteste Trick überhaupt. Aber ich sag dir was. Ich gebe dir einen beinahe Grog. Er hat zwar keinerlei Alkohol, aber er stinkt und schmeckt so schlecht wie das Zeug, das richtige Männer trinken. Ja, her damit. Oh halt, was sag ich denn? Hab gerade den letzten Arcade verkauft. Tut mir leid. Mist. Wenn du aber einen Ausweis hättest. Ah, eine Hose, Kate, ich habe natürlich keinen Ausweis. Ja, aber wer ist diese Kate, von der Sie gerade sprachen? Ah, die couragierte Captain Kate Capsize. Hart wie Krüppstahl, scharf wie ein Solinger Messer. Sie vermietet ihr Schiff. Arbeitet als freischaffender Pirat. Und ist loyal zu dem, der am meisten bietet. Mach sie ja nicht wütend. Freischaffender Pirat finde ich gut. Ja, die Kate Capsize, die werden wir auch noch feststellen. Als Kind dachte ich, die hieße Kate Capsize. Weil ich kein Wort Englisch sprach. Naja, nette Kneipe, na dann, bis bald. So, wir haben noch ein Klavier. Kann ich das eigentlich benutzen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich hätte auf meine Mutter hören und mehr üben sollen. Ja, ich auch. Werbeschild? Hier steht Jojo. Jeden Abend ab 20 Uhr. Eintritt frei. Bei meinem Metronom können wir es anmachen? Ja, wie schön. Können wir es mitnehmen? Nein, danke. Es bringt zu viele böse Erinnerungen an meinen Klavierlehrer hoch. Ich lasse es hier, will sein Geschäft nicht schädigen. Spuck an der Wand haben wir auch noch. Lago war hier. Steht das da? Hey, nur für Angestellte. Ach ja, genau, wir müssen uns irgendwie selber da als Koch einstellen lassen, weiß ich noch. Das ist alles so lang her, aber ich erinnere mich so deutlich daran. So. Gehen wir, ich glaube, die Tür gehen wir noch eben rein. Langsam geht die Folge auch zu Ende, würde ich sagen. Hallo. Hat aber schön, also es ist ganz schön ungünstig, wenn das hier regnet, mein Freund. Aber also, es ist ein schöner Ausblick, muss man sagen. Entschuldige. Oh ja, hallo da. Kann ich Ihnen helfen? Entschuldigung, weißt du was über Big Whoop? Oha, wer hat sie geschickt? Eine Warnung vorweg, ich bin schwer bewaffnet. Nicht schießen, ich frag mal ja. Niemand schickt mich, ich bin freischaffend. Freischaffender Pirat. Finger weg von meinen Akten. All meine Unterlagen über Big Whoop sind da drin. Wo ist er denn versteckt? Nun, sehr viele harte Fakten habe ich nicht gerade zusammengekriegt. Was wissen Sie denn darüber? Ich weiß, dass niemand seinen Ort kennt. Unermesslichen Reichtum. Ich suche danach und das war's auch schon. Sie meinen, Sie wissen gar nichts über die vier Leute, die ihn vergraben haben? Nein, erzähl mir mehr. Nun, das Einzige, was völlig sicher ist, ist das Schiffswrack selber.
Das Kaufmannsschiff Elaine ging bei einem fürchterlichen Sturm unter. Elaine? Nur 4 Besatzungsmitglieder überlebten. Sie wurden an eine verborgene, einsame Insel gespült. Manche sagen, die hieß Inky Island. Aber das glaube ich nicht. Warum glaubst du es nicht? Weil es keine solche Insel gibt? Auf jeden Fall, dort fanden sie angeblich Big Whoop. Ja, aber was ist Big Whoop? Was immer es war so wunderbar oder so schrecklich, dass niemand anderer es jemals finden sollte. Also machten sie eine Karte von der Insel und teilten sie in 4 Teile auf. Ja, Standard. Dann ging jeder mit seiner Karte seine eigenen Wege. Wo sind sie jetzt? Nun, ich kenne nicht mal ihre Namen. Das würde ich ja gerne in der Bücherei von Fat City nachschlagen. Aber ich kann nicht wegen diesem dummen Embargo. Natürlich ist es nur eine alte Legende. Aber wenn ich doch nur die Karte sehen könnte. Wette ich, dass ich an der Form dieser Insel herausfinden kann, um welche es sich handelt. Erwähnte ich, dass ich Guybrush der Geisterkiller bin? Aha. Und Gespräch beendet. Wunderbar, gibt's hier sonst noch was? Bett, Karte, Stapel mit Papier. Ich glaube, Papier konnten wir nehmen. Ich glaube, seinen Monokel können wir ihm auch klauen. So viel dazu. Hey, wo ist mein Monokel? Ich sehe doch nichts ohne mein Monokel. Ja. Was gehst du auch auf eine Insel voller Piraten? Selber schuld, sag ich mal. Ja, ich würde sagen, das war eine sehr produktive erste Folge. Ich kann es kaum erwarten, weiterzumachen. Und deswegen werde ich nur eine kurze Pause machen. Und dann sehen wir uns direkt wieder in Folge 2. Bis dahin wünsche ich euch gute Winde und weiter rocken.